Oh hero, climbs a warrior's heart. I tell you, the Dragonborn comes. Und die Schriftrollen erzählten von dunklen Schwingen in der Kälte, die sich dann entfalten, wenn Bruder Zwist zum Kriege führt. Alduin, Königsgeißel, wird befreit, Schatten der Vergangenheit, so hungrig, dass es nach der ganzen Welt giert. Ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. Im Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit denen nicht, hm? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sofengarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Hohenstadt. Ich komme aus Hohenstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau, Mara, Ibella, Kynaret, Akatosh. Ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Bilot immer noch seinen Wacholderbärenmet braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogenschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet! Ihr da, tretet vor.
Wer seid ihr? O hero, climbs a warrior's heart. I tell you, the Dragonborn comes. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Ich sage hier bewusst willkommen zurück, denn ich hatte schon mal ein Skyrim-Let's Play auf meinem Kanal. Allerdings bin ich damit nicht sonderlich weit gekommen. Die Tage waren zu grau und die Nächte waren ebenfalls zu grau. Das Spiel hat mir nicht so viel Spaß gemacht, wie ich am Anfang gedacht habe, und ich hatte auch einen derben Zeitmangel. Doch das ist jetzt beides behoben, dank einigen Modifikationen, sowohl an meinem Computer, an meinem Videospiel Skyrim, dank dem Nexus Mod Manager und an meinem Privatleben. Genügend Zeit ist also jetzt vorhanden und genügend Modifikationen sorgen dafür, dass das Spiel nicht mehr so grau aussieht und dass wir ein paar, sagen wir mal, Überraschungen im Laufe der Zeit erleben werden. Ich habe auch beide Add-ons installiert und alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung, falls ihr die gleichen Modifikationen vornehmen wollt, wie ich sie habe. Nun gut, aber jetzt geht es erstmal an die Charakterstellung und das ist ja eine ziemlich heikle Sache, denn wer sind wir, was sind wir und vor allen Dingen, was wollen wir später einmal sein? Das definiert uns und das ist auch durchaus entscheidend für das gesamte Gameplay. Na, dann schauen wir uns mal an, was wir uns hier auswählen können. Nordorg, Rotwardone, Waldelfen, Kaiserliche, Haielfen, Khajiit. Okay, also wir sehen hier schon eine gigantische Auswahl an verschiedenen Rassen, die Himmelsrand bewohnen. Und die erste Rasse, die uns jetzt auch schon direkt hier ins Gesicht schaut, das sind die Nord. Die Bürger von Himmelsrand sind große, blonde Menschen. Die Nord sind stark, zäh und für ihre Kälte, Unempfindlichkeit und ihr Kriegstalent bekannt. Mit einem Kampfschrei schlagen sie ihre Gegner in die Flucht. Das klingt schon mal, ja sagen wir mal, sehr gewaltig. Das ist also ein sehr, sehr starkes Volk und auch im Laufe der Geschichte wird einem klar, wie stark dieses Volk eigentlich ist. Gehen wir doch mal weiter gucken, was die Ork uns so zu bieten haben. Oh, der sieht unfreundlich aus. Mit dem möchte ich mich lieber nicht anlegen. Als Bewohner der Rotgarianischen und der Drachenschwanzberge sind orkische Schmiede für ihre Kunstfertigkeit berühmt. Orktruppen in schweren Rüstungen gehören zu den besten Kämpfern des Kaiserreichs und sind furchterregend, wenn sie ihre Kraft Blutrausch einsetzen. Ja, ich würde schon schreiend davonrennen, wenn ich ihm so auf der Straße begegnen würde. Rotwardone. Die von Natur aus besten Krieger Tamriels, die Rotwardonen aus Hammerfell, sind besonders zäh und besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Gifte. Sie sind in der Lage, im Kampf die Kraft Adrenalinschub einzusetzen. Und Waldelfen, wo wir jetzt einen englischen Text ins Gesicht geklatscht bekommen, weil eine Modifikation dummerweise dafür sorgt. The clan folk of the Western Wallenwood Forest, also known as Bosmere, would even mix good scouts and... Also sie sind, wie soll ich sagen, gute Jäger und ich glaube gut im Umgang Resistenz gegen Gift ebenfalls. Und sie können Tiere befehligen, die für sie kämpfen. Das sind also die Waldelfen, die einen auch gerne im Wald einfach mal angreifen, wenn sie meinen, hey, du bist auf einen Pilz getreten. Das habe ich gar nicht gerne. Ich wollte ihn sammeln. Oh mein Gott, er schießt auf mich. Ist mir schon sehr oft passiert. Rotwardone hatten wir, ja, wir hatten auch schon einen schönen, knuffigen Ork, der sieht ja auch sehr süß aus. Ja, das, die Nord, Khajiit. Ich hoffe, ich spreche das Ganze richtig aus. Sie stammen aus der Provinz Elsweyr, sind intelligent, schnell und behende. Sie sind ausgezeichnete Diebe, da sie sich von Natur aus heimlich bewegen. Alle Khajiit können in der Dunkelheit sehen und verfügen über waffenlose Klauenangriffe. Khajiit finde ich immer sehr schön, wenn man sie auch unterwegs ihnen begegnet, reden sie meistens von sich in der dritten Person. Das sind halt die Katzengeschöpfe, das ist für die Furry-Fans hier eigentlich die beste Rasse, die man sich nur vorstellen kann. Ich wollte jetzt allerdings nicht unbedingt eine Katze spielen, auch wenn das ein sehr, sehr interessanter Charakter ist. Kaiserlicher. Warten wir mal, bis das Ganze umspringt. Die Einwohner von Cyrodiil haben sich als verschlagene Diplomaten und Händler erwiesen. Sie sind geschickt in Kampfkunst und Magie. Wo immer Goldmünzen zu finden sind, finden Angehörige des Kaiservolks stets ein paar mehr als alle anderen. Mit der Kraftstimme des Kaisers beruhigen sie einen Feind. War für mich jetzt so eigentlich meine Favoritenrasse. Haben wir beim letzten Skyrim Let's Play auch benutzt. Weiß ich nicht, ob ich das diesmal nochmal machen möchte, wobei ich die Kaiserlichen so als Rasse und von ihrem Talenten und ihrem Können echt bewundere. Hochelfen. Da haben wir jetzt wieder die englische Variante ins Gesicht beklatscht bekommen, sind halt sehr, sehr gut, wenn es darum geht, dass man jetzt arkane Künste, also Magie benutzen möchte. Und sie regenerieren Magicka, also unsere, sagen wir mal, unsere Magiepunkte, die wir brauchen, um zaubern zu können, ziemlich schnell. Altmeer auch genannt.
dann mehr, das sind dann die Dunkelelfen. Die haben ebenfalls ein paar, sagen wir mal, von Natur gegebene Talente. Sie sind sehr resistent gegen Feuer und sie können... You can call up their ancestor breath to surround themselves in fire. Also man kann irgendwie Geister der Urahnen rufen, um sie selber in Feuer zu hüllen. Da ich sehr gerne Feuerzauber benutze, ist das durchaus eine Option, einen Dunkelelfen zu spielen. Allerdings finde ich, dass sich gerade die Dunmeer und die Altmeer im Spiel nicht gerade mit rumbekleckern. Gehen wir mal zu den Bretonen. Zusätzlich zu ihrem schnellen und scharfsinnigen Verständnis der Zauberkunst rühmen sich selbst die einfachsten Bretonen von Hochfels ihres Widerstands gegen Magie. Bretonen können die Kraft Drachenhaut einsetzen, um Zauber zu absorbieren. Also das ist halt ganz praktisch, wenn man jetzt auch Menschenrasse spielen will, die viel Talent im Zaubern hat. Ich bin fast geneigt, uns ein Bretonenmädchen zu erstellen. Aber gucken wir erstmal weiter. Die Argonia, das ist die Reptilienrasse, finde ich auch ziemlich cool und ist eigentlich auch ziemlich verlockend, so eine Reptilienrasse zu spielen. Warum immer einen Menschen? Warum nicht sowas? Die regenerieren wegen ihrer tollen Haut ihre Gesundheit ziemlich schnell und können unter Wasser atmen. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Die leben in dem Black Marsh Homeland, also ihr Homeland, also die Sümpfe von Schwarzem. Blackmarsh, Schwarzmeer, Schwarzmarsh? Ich weiß es nicht. Dummerweise, wie gesagt, habe ich hier... Ich glaube, das liegt an Sky UI, was ich installiert habe. Egal. Wir haben so ein paar englische Texte. Die Bücher, die in Englisch sind, ignorieren wir einfach. Und manchmal müssen wir auch so ein paar Händler fragen. So, what do you have for sale, huh, man? Okay, gucken wir mal, wie die Bretonen Damen aussehen. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Wir wenden dann jetzt einfach mal hier das Geschlecht. Wenn sich das Geschlecht dann mal ändern mag. Hallo? Weiblich. Wäre schön. Ich hätte schon gerne ein... das hat ein bisschen gedauert. Da haben wir jetzt auch eine bisschen feinere Textur, weil ich eine feinere Textur für die jungen Frauen hier installiert habe. Und die sieht doch schon mal ganz hübsch aus. Gucken wir mal bei den Vorgaben, was wir hier alles so im Angebot haben. Oh, da gibt es sogar die alte Frau. Wow, die sieht ja verschlagen aus. Da möchte ich nicht im Dunkeln begegnen. Ach, treulich. Ach, Gottchen. Och, was hast du denn mit deinem Gesicht gemacht, junge Frau? Da gab es hier eine Vorlage, die ich einfach schon so vom Gesicht her ganz schön finde. Nur Haare braucht sie dann später noch. Ja, und die Hautfarbe, also wenn ich sie nach mir gestalten möchte, müsste sie eigentlich ziemlich hell sein. Aber da, weiß ich nicht. Die Nord sind eigentlich so die hellen Weißen. Mache ich sie ein bisschen dunkler. Und ganz so gewichtig möchte ich sie auch nicht haben. Das sieht ja eigentlich ziemlich gesund aus. Also ganz dünnes Gewicht ist hier in Skyrim, Gott sei Dank, nicht Magerknochen. Gehen wir mal weiter zum Kopf. Gesichtsfarbe... Schmutz, also da kann man dann halt dem Gesicht auch noch solche Texturen dazugeben, wenn man halt einen alten Charakter erstellen will. Kann ja interessant sein, wenn man zum Beispiel Gandalf den Weisen spielen möchte. Schmutz im Gesicht, das muss nicht unbedingt sein. Sie hat sich gewaschen, bevor sie gefangen genommen wurde. Das wäre die Schmutzfarbe gewesen. Narben im Gesicht, das wäre vielleicht was Interessantes. Da könnte man sich fast so eine Art Hintergrundgeschichte zu denken, warum sie eine Narbe im Spiel hat. Also diese Narbe habe ich für meinen letzten Charakter benutzt, fand ich eigentlich ganz okay. Ich hätte gerne was Dezentes, nicht so direkt übers ganze Gesicht so, hey, meine Hauskatze hat mich angefallen, aber die gefällt mir eigentlich ganz gut. Können es aber auch weglassen. Vielleicht können wir später mal mit dem Rasseneditor eine Narbe hinzufügen, wenn wir meinen, wir haben einen Kampf überstanden, der eine Narbe hinterlässt. Kriegsbemalung, ja, die war ja eigentlich ganz schön hier an den Augen. Eine Kriegsbemalung, die ich auch noch ganz schön finde, ist tatsächlich, wartet diese hier. Wenn man sie dann in ganz weiß auf dem Gesicht hat, kommt jetzt hier nicht so gut rüber, aber also wenn man jetzt wirklich einen Krieger spielt, auch gerade bei den Orks, finde ich das immer ganz interessant, da muss man dann nur die Gesichtsfarbe anpassen, wenn man Schmutz ins Gesicht packt. Oder das Gesicht dann noch weiter bemalt, damit es deutlicher rüberkommt. Aber das ist jetzt hier für sie als Charakter nicht so interessant. Wir können trotzdem mal gucken, was wir jetzt hier eventuell als Bemalung nehmen. Fand ich eigentlich ganz schön, was sie da hatte. Das ist jetzt nicht ganz so mein Fall. Das hier fand ich eigentlich ganz super. So ein bisschen Kriegsbemalung hat durchaus was. Sie soll ja schon so ein bisschen wilden Charakter haben, oder? Gucken, ob wir eine passende Farbe finden. Wobei nachher beißt sich das wieder mit der Rüstungsfarbe. Wie gesagt, Rassenmenü kann man später nochmal aufrufen, ist dann über die Cheat-Konsole, aber warum soll man sich nicht nachträglich das Gesicht bemalen? Solange man es nachträglich das Gesicht nicht verändert, ist das auch kein Cheaten. Nasenart. Ich finde die Nase super. Wir gucken uns jetzt gerne trotzdem nochmal andere Nasen an. Aber ganz ehrlich, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Also ganz ehrlich, ich fand jetzt die eigentlich ganz süß. Das ist so ein bisschen so ein Stupsnasencharakter. Ist auch schön vom Nasenrücken her. Nasenhöhe, da kann man nochmal gucken, vielleicht einen Tick höher. Nasenlänge wäre dann ja nach vorne rausstechend, nicht wahr? Ja, das sieht schon mal ein bisschen gesünder aus. Kieferbreite, das haben wir dann hier unten, den Kiefer. Den kann man vielleicht ein bisschen schmaler eher machen.
Kieferhöhe würde was bedeuten? Das sind wir, glaube ich, nur von der Seite. Ah ja, hier. Naja. Kiefervorstand? Was ist denn der Kiefervorstand? Sieht man da was von was? Kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Vielleicht von vorne? Ist ja manchmal so, dass man gar nicht mitkriegt, was sich da an den Regeln eigentlich ändert. Ändert sich gerade gar nichts, dann lassen wir das einfach mal so. Die Wangenknochen dürfen ein bisschen höher sein. Wangenknochenbreite. Ja, was sieht jetzt gesünder aus? Breite Wangenknochen oder schmale Wangenknochen? Aus dem Mittelfeld. Wangenfarbe, da hat sie jetzt so ein dezentes Rot drauf. Da gibt es dann noch einen anderen Tönen für ungesund looken, looky, für ungesunden Look. Machen wir auch mal so einen zarten Rotton. Lachfalten um die Nase, das muss nicht sein. Untere Wangenfarbe haben wir hier auch noch. Das brauchen wir nicht betont, die Nasenfarbe. Also ohne sähe das Ganze jetzt so aus. Ich habe mich fast hier an die Nasenfarbe gewöhnt. Vielleicht nicht ganz so rot. Vielleicht nur so ein... Wobei. Das war jetzt die Farbe, die sie die ganze Zeit drauf hatte. Sieht aber so ein bisschen aus, als hätte sie Dreck auf der Nase. Das kann man nicht anders sagen. Aber das sieht jetzt schon sehr bleich aus. Sehr blass. Ich kann nicht genau beurteilen. Und das sieht aus, als hätte sie einen über den Durst getrunken. Das wollen wir ja eigentlich auch nicht. Das ist schmutzig. Das ist ein bisschen gelb, das ist ein bisschen schwarz. Ich lasse es erstmal weg. Kinnfarbe, ich lasse es erstmal weg. Halsfarbe. Der Hals, den kann man auch noch farblich betonen. Und die Stirnfarbe hier. Die kann ich ruhig mal drüber lassen. Gucken wir uns dann mal an, wie wir das jetzt einfach weitermachen hier. Die Augen. Da habe ich immer gerne diese großen Klubschaugen, die so sich... Oh, ich guck's euch Augen. Augenfarbe. Da gibt es jetzt eine ganze Menge zur Auswahl. Da finde ich eigentlich hier die lebendigen grünbraunen Augen sehr schön. Augenhöhe ein bisschen tiefer. Augenbreite, nicht ganz so breit auseinander, sonst sieht es ja aus als, keine Ahnung, so glubschi. Haben wir auch nicht so viel zusammen. Immer eine Augenbreite Abstand zwischen den Augen. Augentiefe. Ah ja, das können wir nur von der Seite sehen. Moment. Das ist dann rausglubschen, das ist dann ein bisschen reinglubschen. Lieber ein bisschen reinglubschen. Die Augenbrauen passen mir auch noch an, die passen gar nicht. Lidstrich. Ja, gucken wir doch mal. Das ist die untere Lidfarbe. Sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. So wie es bis jetzt her ist. Die Brauenart. Hier, so klassische Augenbrauen, Augenbrauenhöhe. Nicht zu hoch, die Breite, nicht zu breit. Brauenlänge ist dann, glaube ich, wie diese nach vorne herausstechen. Oder, wenn ich mich nicht recht täusche. Ja, dann stechen sie ja so ein bisschen raus. Ist doch super. Sieht gut aus. Und gleich lassen wir auch noch Haare wachsen. Aber erstmal gucken wir uns noch die Mundform, wobei ich die Mundform hier eigentlich ganz schön finde. Die ist auch noch ganz schön hier. Was haben wir denn hier alles im Angebot? Das ist ein bisschen arg geschwungen. Das ist ein bisschen zu dick. Nein, eine Entenschnute will ich nicht. Vielleicht die hier und dann machen wir diese ein bisschen niedriger. Mundvorstand, dass wir hier vorne rausgucken. Dann haben wir noch die Kieferbreite unten. Die Kieferlänge. Bisschen schmaler vielleicht. Kinnvorstand. Ich glaube, dass... Ich bin ein Hund. Es hat was Orkisches an sich. Machen wir den mal lieber ein bisschen weiter weg. Und jetzt gucken wir uns auch die Lippenfarbe an. Erstmal machen wir die komplett raus. So, junge Frau, gucken Sie mich nochmal an. Looky, looky. Wunderbar. Ja, weiß ich nicht, ob ihr da überhaupt eine Lippenfarbe geben soll. Ich finde, das ist eigentlich ganz okay, so wie es da ist. Lippen sind auch so in Ordnung. Ich bin nochmal geneigt, die Augen noch ein bisschen weiter nach unten zu setzen. Mal gucken. Augenform, Augenhöhe. So, das passt jetzt harmonischer ins Gesamtbild. Hat ein bisschen Kindergesicht, aber ist ja auch in Ordnung. Und jetzt gibt es noch Haare, die unterschiedlichsten. Ich habe auch zusätzlich noch Haare installiert im Spiel. Wie ihr das selber machen könnt, findet ihr alles in der Videobeschreibung. Das steht da alles. Der Nexus Mod Manager macht das eigentlich ziemlich automatisch. Ja, das sind so die Standardhaare aus Skyrim. Die finde ich nicht sonderlich schön. Das ist allerdings auch nicht das, womit ich hier rumlaufen möchte. Die fand ich eigentlich trotzdem immer so ganz schön hier. Das ist eigentlich so eine meiner Lieblingsfrisuren. Und das dann in einem schönen Blondton oder in einem rötlichen Ton. Hier so in einem hellen Rotton. Gucken wir nochmal ein bisschen weiter. Da habe ich diverse Sachen installiert. Ich weiß zwar nicht, wer ihnen diese Frisur gestylt hat, während sie da auf dem Wagen saß. Aber anscheinend hat sie von... Na, die ist natürlich sehr schön, die Frisur. Hat sie vielleicht von Natur aus auch einfach Glück, dass ihre Haare gut sitzen. Das ist eigentlich noch ganz niedlich. Finde ich gar nicht mal schlecht, wobei ich einfach Fan bin von dieser Flauschmähne. Ich finde, die passt auch ganz gut zu ihrem Typ. Vielleicht müssen wir bei ihren Augen diesen Schatten da unten drunter noch ein bisschen ändern. Es sieht einfach ungesund aus.
die Lidafarbe. Guck mal, das ist der obere Lidschatten. Das ist dann allgemein das Make-up. Das mit dem blauen Lidstrich ist das eigentlich ganz okay. Und so einen Ton weiter, mal gucken, was es hier sonst noch für Töne gibt. Das ist sehr blau. Würde natürlich sehr gut zu dem passen, was sie da gerade als Lidschatten trägt. Vielleicht doch eine Kriegsmalungsfarbe dazu? Ja, ich weiß, wir sind jetzt hier wieder sehr lange im Charaktererstellungsmenü, aber das gehört ja auch dazu, denn wie gesagt, der Charakter definiert uns später auch. Und wir wollen ja nicht, dass wir am Hälfte des Spiels sagen, boah, ist die Tante hässlich. Das bringt ja dann keinen Spielspaß. Das war eigentlich ganz schön, das gucken ein bisschen zu streng. Jetzt nur noch die passende Kriegsbemalung suchen. Vielleicht auch in diesem lila Ton. Ein bisschen heller. Schauen. Oh, das sieht aus, als wäre was ausgelaufen. Nein, nein. Nein, ich bin nicht ganz zufrieden damit. Welche so katzenmäßig, so links und rechts, zwei Streifchen. Lassen wir das weg. Aber wir lassen den lila Lidstrich. Finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Sie sieht damit echt schön aus. Ihre Augen sind auch sehr schön. Vielleicht sollten wir ihre Augen blau machen. Dann passt das mehr zu diesem anderen Charaktertyp. Also gehen wir hoch zur Augenfarbe und suchen uns dann ein schönes Augenblau heraus. Auf einem Auge blind ist natürlich auch eine interessante Charakterentwicklung. Da müsste man sich dann fragen, warum ist sie auf einem Auge blind? Was hat sie erlebt? Was ist dir bereits widerfahren? Aber die sind eigentlich sehr schön, die Augen. Sehr, sehr hübsch. Ja. Okay, dann war hier der letzte waren Haare, ne? Der letzte waren hier die Haare, da war sonst nichts mehr. Vielleicht im Blond, doch? Blond? Nein, das passt irgendwie nicht so sehr im Typus. Dunkelbraun, hellbraun? Oh, das ist schwierig. Nein, bleiben wir bei dem hellbraun. Passt auch momentan, sind meine Haare fast so ähnlich gefärbt. Dann passt das sehr ganz gut. Okay, momentan sind wir noch Gefangene. Jetzt haben wir hier die Rasse Bretone ausgewählt. Breton oder Bretone, ich weiß nicht genau, wie man das Ganze ausspricht. Ist ja auch nicht so schlimm. Dann klicken wir jetzt mal auf R, beziehungsweise ich drücke hier auf R auf meiner Tastatur, denn damit wären wir fertig. Beenden dem Charakter einen Namen geben, ja. Ja, jetzt brauchen wir noch einen vernünftigen Namen. Ich habe mir im Vorfeld doch nicht so viel ausgedacht, aber jetzt im Laufe der Zeit so ein paar Sachen, die ich ganz gerne mag, sind zum Beispiel Annabelle. Das ist ja auch durchaus verwandt mit meinem Namen, Isabelle, wobei man mich mit einem L schreibt. Und einer meiner so Lieblingsnachnamen ist immer Morvin. Das kommt, glaube ich, aus dem Nordischen oder aus dem Keltischen, hat auch eine Bedeutung, weiß ich jetzt zwar gerade spontan nicht. Aber ich finde, Annabelle Morvin klingt sehr stimmig und passend. Und wir werden das jetzt einfach mal annehmen und mal gucken, was die Herren dazu sagen, ob sie unser hübsches Köpfchen ebenfalls köpfen wollen. Ihr kommt aus Daggerfall, Bretone? Auf der Flucht vor irgendwelchen Hofintrigen? Hauptmann, was sollen wir tun? Sie steht nicht auf der Liste. Lasst mich frei! Vergesst die Liste! Sie geht zum Block! Wie ihr befehlt, Hauptmann. Sehr engstirnig. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Hochfels zurückgebracht werden. Das ist beruhigend, wirklich. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, sonst ende ich wie der arme Dieb dort hinten. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ich glaube, er will etwas sagen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Was war das? Ja. Es ist nichts. Weitermachen. War bestimmt nur ein Vogel. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Das ist mal ein Mann. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Oh, ich will gar nicht hingucken. Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Aber wenn er so tapfer ist, schau ich hin. Das aufsagen? Okay. Und? Au. Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Bretone,
ihr seid dran. Warum ich? Ich bin als Letzter ausgestiegen. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Ich mag sie nicht. Ich mag sie nicht. Ich mag sie definitiv. Ja, ich. Könnt ihr vielleicht vorher sauber machen? Das ist unhygienisch. Hallo. Oh Mann. Scheißtag. Verdammter Kack-Dreckstag. Besetzt. Da ist besetzt. Ich. Hallo. Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Wachposten. Was habt ihr gesehen? Ich in den Wolken! Danke. Göttern. Ein Drache. Wie ist das möglich? Oh. Okay, gerade im Moment sind mir Drachen sehr sympathisch. Oh Mann, wow. Alter, dir ist gerade ein Stein auf den Kopf gefallen und du lebst noch. Ich glaube, das ist schlecht. Ja, was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Es ist sehr real, was dort gerade das Dorf wieder brennt. Jetzt! Ja, und wohin? Durch den Turm, los! Okay. Mann, ich soll geköpft werden, ein Drache. Du Heilige. Das war knapp. Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Das dort hinten. Springt durch das Dach und lauft immer weiter. Das dort 3 Kilometer weit weg. Das dort 300 Kilometer weit. Okay, okay, okay. Au, zu durch. Au, aua. Ich hab mir einen Zehennagel eingerissen. Au. Aua. Au. Wow. Das Ding fliegt auch immer genau dahin, wo ich gerade bin. Junge, das macht ihr sehr gut. Immer noch am Leben? Hallo, Hadla. Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Okay. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten, Hadla. Ich soll dicht bei ihm bleiben. Er hat das Schwert. Ich würde sagen, er hat die besseren Argumente. Bleibt nah bei der Wand. Der Drache hat alles gesprengt. Dann macht ihm so eine Hand auf. Mehr viel auf. Hallo. Ignoriere mich einfach. Oh, oh, das war's dann wohl. Es hat Flügel, es kann fliegen. Oh, die arme Frau. Ich hab nicht vor, wegzulaufen. Verdammter Verräter! Aus dem Weg! Wir fliehen, Hadvar! Diesmal haltet ihr uns nicht auf! Schön. Ich hoffe, der Gerbe bringt euch alle nach Flotengarde. Ihr da, los in die Festung. Ihr schuldet mir jetzt aber was dafür, dass ich jetzt mit euch hier fliehe. Vielleicht wird mein Haftbefehl dann aufgehoben. Ich meine, das ist doch ein guter Plan. Ich meine, wenn ich den Kaiserlichen helfe, dann heben sie meinen Haftbefehl auf. Und vielleicht ist die dumme Tulle, die mich umbringen wollte, ja vielleicht schon tot. Ich meine, die Chancen sind gut. Der Drache war ziemlich mordlustig. Hier sind wir sicher. Sieht aus, als seien wir die einzigen Überlebenden. War das wirklich ein Drache? Das sah ganz ein danach Bringer aus. Des Endes aller Tage? Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Geht klar. Na bitte, sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja reichlich Zeug. Ich sehe mal, ob ich etwas gegen diese Verbrennungen finde. Verbrennung? Oh ja, stimmt ja. Ich bin angefackelt worden. Ihr besorgt euch besser eine Ausrüstung. Und wo finde ich die? Da, bei dem unauffälligen Pfeil. Ja, das hast du schon einmal erwähnt. Aber ich möchte mich vorher noch umgucken, weil da liegt Geld. Geld regiert. Es muss ein, zwei Schwerter in diesen Truhen geben. Seht euch um. Was haben wir denn hier? Mischtaktiken, The Holds of Skyrim und einen Schädel. Es muss ein, zwei Schwerter in diesen Truhen geben. Seht euch um. Hadvar, warum habt ihr Schädel bei euch im Regal? Das ist eher unüblich. Gibt's hier irgendwas drin? Es muss ein, zwei Schwerter in diesen Truhen geben. Seht euch um. Ja, du wiederholst dich. Gibt's hier Seht vielleicht nach, irgendwas? Ob ihr in einer dieser Kisten eine Rüstung findet. Hier haben wir ein schönes Schwert, ein Eisenschwert.
Und dann gucken wir nochmal, was hier in der Rüstungstruhe ist. Ebenfalls ein Eisenschwert, eine kaiserliche leichte Rüstung, eine kaiserliche leichte... Na, Schlüssel zur Festung Helgen. Ja, den nehmen wir nochmal mit. Eisenschwert habe ich schon. Ihr legt besser diese Rüstung an und schwingt das Schwert ein wenig. Mhm. Objekte. Kaiserliche leichte Rüstung, leichte Stiefel, ein Eisenschwert. Und wie sehe ich aus? Wir sollten in Bewegung bleiben. Das Ding ist immer noch da draußen. Schick. Du meinst, das könnte auch hier hineinkommen? Hoffentlich nicht. Ja gut, das hat einen ganzen Turm gesprengt. Wenn es einen ganzen Turm gesprengt hat, dann kann es auch das hier sprengen. Ladies first? Hartwa? Wärst du so gut? Na komm. Sei ein braver Hartwa. Hier entlang. Danke. Ich möchte nämlich nicht als Erster gegrillt werden, wenn dann der Kaiserliche, der mich umbringen wollte. Ja, um meine Waffe bereit zu machen. Wir müssen los. Der Drache zerstört die gesamte Festung. Gib mir eine Minute. Noch mehr Überlebende. Wenn wir zusammen gegen den Drachen kämpfen, dann haben wir eine gute Chance. Vielleicht lassen sie mit sich reden. Es sind Sturmmäntel. Die hassen euch. Das habe ich mitgekriegt. So viel habe ich mitgekriegt. Wow. Freiheit oder Sofengarde. Was ist das? Aua. Ey, ey. Au, au, ey. Und dann. Oh, deine Ausdauer ist niedrig. Das kannst du nicht mehr sprinten, keine mächtigen Angriff. Das reicht aber auch. Auf. Auf. Du, dein Bambusstock. Ihr habt keine Chance. Was das? Lass mich mal sehen, ob ich diese Tür aufbekomme. Oh, meine Güte, ich habe noch nie in meinem Leben Schwert in der Hand gehabt und gleich zwei Leute ermordet. Das. Aber sie wollten mich umbringen. Was gibt's denn hier Schönes? Trage ich die schon? Nein. Ohne Zweihandaxt mag ich nicht. Was hast du denn dabei? Das tut mir sehr leid, aber ich muss alles mitnehmen, was mir zum Überleben helfen könnte. Dann ziehe ich jetzt mal die Handschuhchen an. Das gibt nämlich schon ein bisschen mehr Verteidigung. Kommt, und das ist hier gut. Entlang. Wartet, wartet. Hier liegt noch ein toter Sturmmanteltypi. Der hat aber auch nichts weiter dabei. Ihr könnt einen Besen mitnehmen. Vielleicht können wir den Drachen wegkehren. War ein Scherz. Okay, in der Situation ist Humor nicht gerade das Beste. Wobei, wenn man eine schwere Tragödie mit Humor nimmt, dann verlieren sie an Gewicht. Und das ist gut für die Psyche. Habt ihr schon mal gesehen, wie jemand geköpft wird? Ja, vorhin. Aber das war bei mir das erste Mal. Oh, lass mich raten. Verdammt, dieser Drache ist aber hartnäckig. Und wohin was jetzt? Was macht ihr denn? Wir müssen raus aus Helgen, sofort. Diese Kaiserlichen lagern hier Tränke. Ist da jemand? Die werden wir brauchen. Hallo? Oh, nicht schon wieder. Warum kämpft ihr gegeneinander? Der Drache ist jetzt unser größtes Problem. Au, 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 au. Nein, du tust, hat man nicht weh. Der passt wenigstens auch nicht auf. Mich zu ein alter Lagerraum. Seht zu, ob ihr ein paar Zaubertränke finden könnt. Die könnten in wir... Ordnung. Der hat uns auch nichts weiter dabei. Das ist schön. Ja, so eine Eisenkriegshammer ist ja gar nicht mal übel. Damit kann man bestimmt ordentlich zuhauen. Mal schauen, was wir hier finden. Definitiv leer. Will ich auch nicht mitnehmen. Was gibt's denn hier? Oh, Kaninchen. Und Fasan. Das packe ich mir mal in meinen nicht vorhandenen Rucksack. Zaubertrank der geringen Magika. Salz. Brauche ich nicht. Zaubertrank der kleinen Heilung. Wein. Brauche ich nicht. Gibt's denn sonst? Das ist auch Alto-Wein. Vielleicht hilft der ja auch irgendwie. Gibt's da was drin? Nein. Oh, was wohl in dem unauffällig leuchtenden Fass ist. Zaubertrank der geringen Magika. Kleine Heiltränke. Oh, Heiltränke sind gut. Noch in einem anderen Fass sonst irgendwo ein klein wenig Vorrat. Da haben wir noch einen Sack, da ist Kohl drin. Das will ich nicht unbedingt haben. Im großen Sack sind Karotten. Und stellt einen Gesundheitspunkt wieder her. Das ist jetzt nicht gerade die Welt. Grüner Apfel, drei gesund... Moment, was stand da noch? Stellt zwei Gesundheitspunkte wieder her. Dafür, dass es so schwer im Inventar ist, muss das nicht sein. Dann nur hier einen Zaubertrank der Heilung mitnehmen. Und dann war es das auch schon. Weiter geht's. Und fertig? Hier ja. Entlang. Ich bin fertig. Fix und fertig, wollte ich mal nebenbei erwähnt haben. Mir von einem der Sturmmenschen ein Schild mitnehmen sollen. Hatte einer von denen Schild? Die Folterkammer. Ihr Götter, ich wünschte, die würden mir nicht rauchen. Oh, ich hab was mit mir sympathisch. Wow! Was geht denn hier ab? Sieht so aus, als hätten sie alles unter Kontrolle. Ihr seid gerade rechtzeitig gekommen. Diese Jungen schienen ein wenig aufgebracht über die Art und Weise zu sein, wie ich ihre Kameraden unterhalten habe. Das kann man ihnen nicht verdenken. Wisst ihr denn nicht einmal, was vor sich geht? Ein Drache greift Helgen an. Ein Drache? Bitte.
Kommt nicht mit solch einem Unsinn. Nein, den haben wir uns nur eingebildet und wir denken uns das alles auch nur aus. Wenn ich darüber nachdenke, habe ich von dort drüben seltsame Geräusche gehört. Kommt mit uns, wir müssen hier raus. Ihr habt mir nichts zu sagen, Bürschchen. Bürschchen? Habt ihr mich nicht gehört? Ich sagte, die Festung wird angegriffen. Vergesst den alten Mann. Ich begleite euch. Wartet einen Moment. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Macht euch damit keine Mühe. Ich habe den Schlüssel vor Ewigkeiten verloren. Der arme Kerl schrie wochenlang. Oh. Könnt ihr da was machen? Wir brauchen alles, was wir kriegen können. Das ist nicht nett. Gern. Nehmt all meine Sachen, bitte. Schnappt euch, was ihr könnt. Und dann nichts wie raus hier. Brauchst du die Knochen da noch? Wir können... Mann, in Folterkammer, das ist doch abartig. Habt ihr irgendwie, ist das Eisenschwert, habe ich schon, Pelzschild könnte ich mal gebrauchen. Das ist gut. Schild ist immer gut. Dann rüsten wir das auch gleich mal aus. Wie sieht das jetzt aus, wenn wir hier... Ja, da haben wir nur jetzt die falsche Maustaste. Schild ist links und das Schwert rechts. Jawoll. So muss das aussehen. Sauber. Was hast du dabei? Oh, das sind Zweihänder-Großschwert. Das ist natürlich auch nicht übel. Hier sehe ich sonst nichts Interessantes. Das schließen wir gleich auf. Ich gucke nochmal, was es hier gibt. The Book of the Dragonborn. Lass mich raten. Alles in Englisch. Ja. Naja, ich hatte jetzt eh nicht vor, das Ganze hier vorzulesen. Any people have here the term Dragonborn. Dass auch immer ein Drachengeborener ist. Wir werden es bestimmt noch herausfinden. Ich habe da so ein ganz komisches Gefühl. Ich weiß auch nicht, warum. Und jetzt schließen wir mal auf. Bisschen zu spät für den armen Herrn, aber ja, ich glaube, ich weiß noch, wie das geht. Na, das war nicht weit das. Wunderbar. Das ist doch sauber gelaufen. Hallo, Herr Magier. Was ist das? Zauberbuch Funken. Und was hast du dabei? Oh, da ist jede Menge Gold dabei und Zaubertrank gekriegt. Magika? Steigert Magika. Ich will aber eigentlich jetzt, will ich Zauberer sein? Ich bin irgendwie mal so Nahkampf-Zauberer-Kombo. Deswegen ist eigentlich kaiserlicher Spielen ganz super, aber das geht auch als Bretoni oder Breton oder... Ihr wisst schon wer. Also nicht Voldemort, sondern naja. Ein Blitz, der Gesundheit und Magika-Punkte Blitzschaden und... Na, super. Ich habe einen neuen Zauber gelernt. Dann sollte ich vielleicht den mal ausrüsten anstelle meines Schildes. Oh, Flammen kann ich auch. Und Heilung. Drachenhaut, absorbiere 50% der Magie aus feindlichen Zaubern für 60 Sekunden. Beschwöre einen Schutzgeist für 60 Sekunden an der Stelle, auf die der Zaubernde zeigt. Nicht übel. Funken finde ich gut, aber ich bin ja so ein Feuerfanatiker. Also versuchen wir mal alles anzubrennen. Wie sieht es aus? Ich habe hier Feuer und Schwert. Wunderbar. Hatwa, ich bin schon auf dem Weg. Dort entlang gibt es keinen Ausgang, versteht ihr? Das ist schlecht, wenn es keinen Ausgang gibt. Hatwa, geh vor. Hatwa, schau mich nicht so an. Ich kann nicht weitergehen, wenn du da stehst und mich anguckst. Dankeschön. Ist hier noch irgendwas drin? Hallo? Nein, das ist nur Stroh. Warum liegt hier Stroh rum? Sieht aber ganz danach aus, als gäbe es wohl einen Ausgang. Überall Blut. Muss das denn immer sein? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hallo, Folterknecht. Ja, jetzt gibt's einen Ausgang. Der Drache hat einen Ausgang geschaffen. Geh vor, ich will nicht vorgehen, wirklich nicht. Sehe ich so aus, als wäre ich ein tapferer, gestandener Krieger wie du, der vorgehen könnte? Ich bin doch sofort tot, wenn ein Drache auf mich stürzt oder eine Kuh. Wahlweise auch ein... Wo beim Reich des Vergessens sollen wir denn hin? Wo ist der Ausgang? Einen Moment. Lass mich nachdenken. Och, nee. Och, nö. Lass Hatwa in Ruhe. Du darfst nicht der Schiebermäntel. Das kommt davon. Untergefallen. Haha. Ich kümmere mich nicht um die Pfeilfutzis dahin. Hey. Brenne. Ja, das mit dem Öl habe ich mir gemerkt. Und jetzt vorbei. Ach, nein. Daneben. Und Flammenwurfattacke. Und. Ja. Leg dich nicht mit mir an. Ich weiß, wie der Hase läuft. Was hat der alles dabei? Das ist auch ein Kriegs... Pfeil und Bogen. Habe ich gerne. Ist davon irgendwas? Nee, davon ist nichts nützlich. Ich bleibe besser zurück und kümmere mich um den alten Mann. Viel okay. Glück, ihr beiden. Und das ist dann sonst auch eine Zweihand-Axt. Ein paar Pfeile kann ich noch mitnehmen. Das ist super.
Auf, Hardware, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Los, du gehst vor. Oh Mann! Schon wieder der Drache. Der frisst uns zum Frühstück. Oder je nachdem, wie spät sie... Hardware, geh mal vor. Sehen, wo das ich sag's hier nicht nochmal. Ich hab ein Schwert in der Hand, wenn's sein muss. Dann werde ich es benutzen. So eine Art Hintertür, hm? Na gut. Guck mal, da ist ein Loch. Cool. Mann, das ist immer eine merkwürdige Höhle. Hardware, beweg dich ein bisschen. Verdammt, da entlang geht es nicht zurück. Wir hatten auch Glück, dass das nicht über uns zusammengebrochen ist. Du hast Glück, dass das nicht über dir zusammengebrochen ist. Wir gehen besser weiter. Sicher finden die anderen ihren eigenen Ausweg. Wie denn bitte? Oh, die können springen. Okay, gut. Das ist aber... Ihr habt aber eine merkwürdige Architektur. Das ist dann wahrscheinlich der Brunnen, der das ganze Dorf bewässert oder so, ne? Wenn das hier lang fließt, unterirdisch. Und dann hat man hier einen Zugang, falls das mal verstopft ist oder so etwas in der Art. Toll, ich werde nass, gegrillt, in irgendwelchen Sturmmänteln angegriffen. Und ich habe keine Ahnung, warum das alles passiert. Oh. Dieser Weg führt nirgendwo hin. Aber da ist ein zweiter Weg. Wir sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Blitzmerker. Oh, Entschuldigung. Das tut mir leid. Oh, guck mal, Geld. Und ein Schädel. Das finde ich ein lustig. Ja. Es tut mir übrigens leid, dass ich dir wehgetan habe. Das wollte ich nicht. Sahnenbrust. Roh, esse ich die doch nicht. Wo waren jetzt mein Geld? Ich habe doch so einen schönen Beutel mit Geld gefunden. Oder wird der automatisch geöffnet? Ja, anscheinend. Das ist super. Oh, guck mal, Krabbelviecher. Ah, viele Krabbelviecher. Oh, verdammt, viele Krabbelviecher. Oh, Frostspinnen, ich hab Feuer. Ja, Feuer auf die Frostspinnen. Feuer auf die Frostspinnen. Was kommt denn jetzt noch? Riesenschlangen? Da beschwörst dich. Oh, ein Amethyst. Wartet, ich will die looten. Oh, ein Frostbiss, was auch immer das ist. Oh, nochmal Frostbissgift. Oh, cool. Kann ich vielleicht so... Guck mich nicht so an. Kann ich vielleicht so Frostgift-Sachen herstellen und die auf Gegner werfen und dann sind die instant tot? Was ist das? Gerade ein Corpus Delicti weggeworfen. Spinneneier. Will ich die haben? Wer weiß, wofür die gut sind. Hier liegen über Leichen rum, Hardware. Wie sind die hier reingekommen? Wenn die hier reingekommen sind, die ganzen Leichen, die wir vorher lebendig waren, dann bedeutet das, es gibt einen Ausweg. Hardware, bitte. Es ist super süß, dass du dich immer umguckst, ob ich noch da bin. Aber geh einfach vorwärts. Ich quatsch die ganze Zeit, du hörst, dass ich da bin. Aha. Halt. Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Ja. Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Ich auch nicht. Vielleicht können wir uns an ihr vorbeischleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Lieber nicht. Geht voraus. Ich folge und gebe euch Deckung. Ganz leise. Sie sieht uns nicht. Sie sieht uns nicht. Ich bin nicht da. Ignoriert mich einfach. La. Ganz warte. Ich bin nicht da. Leg dich wieder schlafen, kleiner Bär. Leg dich schlafen, kleiner Bär. Das war knapp. Oh Mann, echt, was hier alles in den Höhlen ist. Aber gut, wenn die ganzen Leichen hier sind, gibt es definitiv einen Ausgang. Wir sind nicht verdammt, es sei denn, der Drache sitzt am anderen Ende des Ausgangs und sagt so, Fuß runter, und dann war's das. Das sieht wie der Ausgang aus. Ich fing schon an zu zweifeln, ob wir es jemals schaffen würden. Du machst mir echt Mut, Hardware, wirklich. Du hast voll drauf. Mann, machst du mir Mut. Na, die Viecher sehen ja nett aus. Fallmeer? Sie haben blinde Generationen lang unter Erde lebt. Mit der Zeit wurden ihren anderen Sinne jedoch dadurch geschärft. Ew, so einem Wesen möchte ich bitte nie begegnen. Der sieht aus, als hätte er Mundgeruch. Und das ist nicht das Schlimmste, bei weitem nein. Der ganze Anblick. Er macht Voldemort ganz schön Konkurrenz. Ach ja, jetzt muss wieder ganz viel Zeug in den Arbeitsspeicher geladen werden. Und zwar 2 Gigabyte. Das dauert immer ein bisschen. Nur Geduld. Machen wir es gleich.
Believe, believe, the Dragonborn comes. We'll drink to our youth, to the days come and gone, for the age of aggression. Wartet! Da fliegt er weg. Tschüss. Tschüss, Drache. Es sieht aus, als wäre er diesmal endgültig fort. Willst du das aber wissen? Wir sollten lieber nicht abwarten, ob er zurückkommt. Ja, finde ich auch. Komm, lass uns abhauen. Am nächsten liegt Flusswald. Mein Onkel ist der Schmied dort. Er wird euch sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Wie, viel alleine? Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Ich gehe hier nicht alleine lang. Was ist, wenn Sturmmäntel oder Kaiserliche kommen? Beide wollen mich umbringen. Die Kaiserlichen, weil ich einen Haftbefehl auf dem Kopf habe. Und die Sturmmäntel, ich weiß gar nicht, warum die so gemein zu mir war. Schmetterling, guck mal.